Hallo und herzlich willkommen. Das Jahr 1012. Kerzhofen. Eine unberührte, fast menschenleere Region am Rande des Kaiserreichs. In anderen Gebieten des Landes gedeihen die Dörfer und Städte. So schnell, dass der Platz bald knapp wird. Die Realteilung hinterlässt Erben ohne Land und Gut. Aber hier bei uns gibt es noch Platz und wir können die Leute gebrauchen. Das ist unsere Chance. Laden wir sie ein und schaffen gemeinsam eine lebenswerte und florierende Region, Kerzhofen. Ja, liebe Leute, und damit heiße ich euch herzlich willkommen zu Off Life and Land, einem Aufbaustrategiespiel von, ich glaube, der Entwickler und Developer heißt, das ist dasselbe Wort, heißt Kerzhofen und der Publisher ebenso. Und es hieß früher, glaube ich mal, der Arbeitstitel war Circle of Kerzhofen und wurde jetzt umbenannt in Of Life and Land. Gefällt mir persönlich auch deutlich besser. Und ja, ich bin einfach mal sehr gespannt, ich habe Bock drauf. Endlich mal wieder so ein gemütliches Aufbauspielchen, so für die Abendstunden, zum Einschlafen, ein bisschen gemütlich hier rein klotzen in unsere Siedlung. Ja, ich weiß nicht genau, inwiefern sich das Spiel von anderen, gibt ja viele, es gibt Banished, es gibt hier, wie hieß das, Farthest Frontier, es gibt so viele von diesen Games und ich weiß jetzt nicht, wie sich das einfügt, was hier jetzt genau alles anders ist. Das Einzige, was man irgendwie so ein bisschen erfahren hat, war, dass jedes Tier einzeln simuliert wird und sich dann eben auf dieser Map zurechtfinden will und sich das auch holt, was es will. Was genau das zu bedeuten hat und wie wir damit zurechtkommen, das sehen wir hier. Wir schauen mal rein, es ist Early Access, das heißt, es befindet sich natürlich noch in der Entwicklung und viele Sachen sind noch nicht da, beziehungsweise werden noch entwickelt und es kommen dann laufend Patches raus und ja, also, es ist nicht das fertige Spiel, falls ihr das wissen wollt. So, jetzt haben wir hier neues Spiel starten, müssen wir noch irgendwie in die Option, ich denke irgendwie nicht. Ja, dann starten wir doch einfach mal ein neues Spiel. Neues Spiel, Kerzhofen. Starte ein neues Spiel, unterstütze das Haus Kerzhofen. Julian von Kerzhofen hat vom König den Auftrag bekommen, den beinahe unbesiedelten Norden zu erschließen. Unbesiedelt. Du bist ihre ausführende Hand und verwaltest die neu gegründete Siedlung. Dabei sollst du dafür sorgen, dass ein Ort entsteht, an dem es sich zu leben lohnt. Du startest das Spiel mit 10 Siedelnden auf einer ausgeglichenen Karte. Also da wird natürlich dann logischerweise noch viel hinzukommen. Schwierigere Karten, bessere Umgebungen, schlechtere Umgebungen, weniger Rohstoffe, all das wird wahrscheinlich noch kommen. So, 1012, Eliane von Kerzhofen. Ah, gut, dass du da bist. Ich habe dich rufen lassen, weil ich eine wichtige Aufgabe für dich habe. Die Lage im südlichen Teil des Kaiserreichs verschärft sich wegen des rasanten Bevölkerungswachstums stetig. Es wird immer schwieriger für das einfache Volk. Die Höfe werden durch die Erbteilung immer kleiner, während die Steuern gleich hoch bleiben oder sogar steigen. Neues Land kann nur begrenzt dazugewonnen werden durch Rodungen oder die Erschließung weniger optimaler Gebiete. Selbst im Adel gibt es mehr und mehr nicht erbberechtigte Nachkommen. Wir sind Kerzhofen, eine der größten Ländereien des Reiches. Noch haben wir keine großen Städte und ertragreichen Dörfer und sind deshalb unbedeutend. Das möchte ich ändern. Ich schicke dich in den Norden, erschließe die Region, sei weise und sieh zu, dass es den Leuten an nichts fehlt. So werden neue Siedler zu dir stoßen und wenn du ihnen und ihren Sitten offen und anständig begegnest, werden sie auch bleiben. Errichte ein Gemeindezentrum, um deine Position in der Region zu festigen. Achte auch auf deine Vorräte, denn der Sommer ist schnell vorbei. Viel Glück, ich zähle auf dich. Okay, also, wir sollen den Norden besiedeln, erkunden und erstmal Pause. Das ist das Erste, was man in diesem Spiel macht. Wo? Okay. Ja, unten sehen wir eine Map. Sehr pixelig, finde ich aber ganz gut. Solange man sich da zurechtfindet, ist das überhaupt gar kein Problem. Kann aber auch sein, dass das noch in der Entwicklung ist und die Map da noch irgendwie fixen wollen. Grafik, ihr seht das. Wie nennt man das nochmal? Minimalistisch.
Sehr minimalistisch, aber deswegen auch nicht schlecht. Es hat seinen eigenen Grafikstil. Finde ich nicht schlecht, finde ich gut. Aber auch da weiß man nicht, wie es final aussehen wird. Kann natürlich sein, dass sich da noch was ändert in der Optik. Vielleicht jetzt nicht bedeutend am Stil, aber die jeweiligen Objekte, kann durchaus sein, dass sich da ein bisschen was tun wird. So, dann legen wir mal los. Willkommen. Bla 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 bla, Wiki und so weiter. Das machen wir erstmal weg. Okay, also wir haben jetzt hier die ersten Siedler, die hier rum. Dennis, Stefan, ich weiß nicht, ob Dennis 10, 20 schon ein Name war. Aber gut. Erika auch dabei. Das ist witzig. Meine Tante heißt Erika und deren Sohn, also mein Cousin, ist Dennis. Naja, gut, das ist meine Familie also hier. Luca am Start. Wie viele Siedler haben wir denn überhaupt? Steht das irgendwo? Erstmal hier 10. Ja, haben wurde ja auch eben gesagt. Tal ist das wahrscheinlich der Name der Siedlung. Das nennen wir erstmal um in... Ja, wie nennen wir das eigentlich? Holzwasser. So, das wird die erste Siedlung sein. Holzwasser, 10 Leute. Betten haben wir minus 10, ist klar, weil wir nichts haben. Wir haben Wohlstand, das ist also Wohlstand. Negative Werte bedeuten, dass sie jemandem Geld schulden. Aha. Okay, das sind die Tage, wie lange wir noch Lebensmittel haben. Also 2,1 Tage. Futter, das wird wohl fürs Vieh sein. Rohes Fleisch. Was haben wir denn da hier? Pilze, Brot, Rinde, Wurzeln, Sprossen, Früchte, Gemüse. Getränke gibt es also auch. Wasser in dem Fall. Material haben wir nichts und Kleidung bzw. Ausrüstung haben wir nichts. Hier sehen wir die Jahreszeit. Also wir haben gerade den Winter rum, der Frühling ist da. Der Sommer, ihr seht, ist, glaube ich, ein Tick kürzer als Herbst und Frühling. Im Winter dementsprechend, glaube ich, so lange wie der Sommer. Also sieht das zumindest aus. So, dann haben wir... Warte, eine Sekunde. Sorry, Leute. Ich werde hier rumgenervt. Es ist tragisch. So, bin wieder da. Sorry. Aber das war wichtig. So, hier haben wir die Aufgaben. Wir müssen jetzt erstmal Gebäude bauen. Also die typischen Tutorial-Dinge erledigen. Forstplatz, Sammlerhütte, Gartenbeet, einfacher Steinmetz. Okay, dann legen wir mal los. Hier unten haben wir unser Menü. Da gibt es Straßen. Also die gibt es auf jeden Fall. Gibt ja auch genügend Spiele, wo es das nicht gibt. Ziele abreißen, Baumenü. Fraktionsdaten. Was haben wir denn da? Was sind jetzt unsere Einwohner. Ah, okay. Oh, guck mal, hier sieht man sogar, was hier für Tiere. Es gibt auch Ratten. Ratten haben in letzter Zeit eine ordentliche Explosion erlebt. Das ist nicht gut. Ratten ist nicht gut. Okay, gucken wir mal ins Baumenü. Also, wir sollen ja zuerst mal, glaube ich, dachte ich bis gerade... Sollten wir nicht so ein Dorfzentrum bauen erstmal? Okay. Ist ja auch erstmal egal. Die Sammlerhütte, beziehungsweise den Forstplatz machen wir mal zuerst. Da können wir dann auch direkt mal rotieren. Steht das irgendwo? Oder ist das wieder wie üblich? Ah, da ist es. Mit Taste R können wir rotieren. Alles klar. Ihr seht, das ist einfach nur so ein Baumstumpf, wo dann Holz gehackt wird. Und da sind dann wahrscheinlich auch... Ja, es hat einen Radius. Das heißt, alles, was damit gemacht werden kann, wird auch dann hier gezeigt. Jetzt bin ich mir jetzt noch nicht ganz sicher. Na, guck mal hier. Ach, weil da ein Weg ist. Nee, okay, ist alles klar. Hier geht ein Weg hoch, ich dachte gerade. Weil es wird nämlich hier, wenn ich das hier ranmache, hier oben nicht angezeigt, sondern nur hier unten. Das finde ich schon mal gut. Also Büsche gehen damit auch anscheinend weg. Und natürlich Bäume. Und ich würde sagen, dass das Sinn macht, das hier erstmal zu machen. Ne? Finde ich. Also es hat drei Weganbindungen, nehme ich mal an. Das heißt, wir machen das jetzt mal hier. So. Gibt es auch einen, es geht nicht?
da steht auch, was man in der nahen Umgebung hat. 15 mal Nadelbaum, 3 mal Obstbaum, 3 mal Laubbaum und 18 mal Busch. Ja, juckt mich nicht. Ich mach das jetzt hier hin. So, okay. Das erste Sache ist auch schon weg. Das muss jetzt dann gleich gebaut werden. Dann machen wir jetzt gleich die Sammlerhütte auch noch hinzu. Die sammeln dann, genau, die produzieren dann Obst, Gemüse, Wurzeln und noch irgendeinen anderen Krams. So, die können dann also bei Gras, aber selbst diese kleinen Dinger hier ist was, also 32 mal Gras, 4, 14, 3, 6. Ist das Dunkle, ist aber nicht so gut, oder was? Das ist hier so ganz gut, oder? Ich habe halt noch keine Ahnung, wie man so ein Dorf hier aufbaut. Ob es da... Ich mache das jetzt mal hier hin. Dann haben wir Gartenbeet. Ach, guck mal, man kann sogar die Sachen selber... Hier ist Gartenbeet. Aha, okay. Macht das Sinn, dann in der Nähe hier von dem... Was heißt denn das? Was heißt, dass das weggeht, ne? Ach, guck mal, das ist... Okay, das zieht man offensichtlich. Ich mach das mal hier hin. Ich weiß nicht, wie groß sowas sein muss. Und dann noch einen einfachen Steinmetz. Wo habe ich denn Steine hier eigentlich? Da sind ein paar... Aber das ist, glaube ich, nicht so viel. Fünfmal Steine. Aber auch die großen hier scheinen angezeigt zu werden als Stein. Na gut, dann scheint das tatsächlich hier oben am besten zu passen. Also es sind auch keine Häuser, ne? Es ist einfach nur so eine Werkbank, die hier... So, ich weiß nicht, ob die überhaupt hier über diesen Bach gehen können. Ich hoffe es einfach mal. So, jetzt weiß ich auch nicht, ob wir schon mal Feldwege erstellen. So, machen wir das mal so. Okay, jetzt haben wir die Zeit natürlich angehalten. Gehen wir mal auf los. Und ich weiß jetzt nicht, ob man noch die Leute, ob man die jetzt irgendwie da noch steuern muss oder ob die das jetzt bauen. Und womit bauen die das eigentlich? Was braucht das denn hier? Das braucht 20 mal Stockel oder Äste und rohes Holz. Feldhase klaut von Lebensmittelkiste. Ey! Es geht schon los, ne? Da muss einer irgendwie hin. Ich kann die aber, glaube ich, nicht steuern, ne? Leute, der isst da euer Zeug weg. Just saying. Also, wir müssen jetzt mal abwarten hier. Ich habe halt kein Baumaterial. Holen die sich das jetzt selbst? Kann ich denen sagen, hier, das Gebiet müssen wir abholzen? Das ist mir jetzt noch nicht so ganz bewusst. Aber die scheinen hier auf jeden Fall zu bauen. Wo haben die denn das Zeug her? Arbeitsvorbereitung. Achso, das ist erstmal nur planieren, oder was? Okay. Das haben sie jetzt gemacht. Aber was machen sie jetzt? Ja, erstmal hier die Mechanik müssen. Ne? Der Hase scheint mir weg zu sein. Weiß nicht, was der jetzt gegessen hat. Boah, der hat hier Wurzeln gegessen, so wie das aussieht. 19 Stück hat er weggenatzt. Die Ratte. Ah, okay. Wir haben ja hier Vorräte, aber da ist doch nichts an Baumaterial. Was machen die denn jetzt damit? Hä? Was trägt der jetzt hier? Der trägt... Sprossen? Sät der das, oder was? Warte mal. Arbeitsvorbereitung. Hä? Gelieferte Güter. Ah, okay, die brauchen Sprossen.
diese Gartenbeete. Um den Mulch zu machen, oder ist das... Ist das quasi... Ich verstehe es noch nicht so genau. Die liefern das auch alles hier in ein Beet. Also... Die Äste gibt es auf jeden Fall aus Büschen und die... Die produzieren sogar Blätter. Was ist denn jetzt hier eure Aufgabe, ey? Was macht ihr? Ihr geht jetzt hier wahrscheinlich planieren erstmal. Hier ist kalt, ja. Wenn ihr jetzt hier nur Sprossen an ein Ding da macht, dann weiß ich es halt auch nicht, ne? Ach, warte mal, der Forstplatz, der braucht zum Beispiel nichts. Aha, okay, jetzt verstehe ich es. Der Forstplatz ist erstmal das Erste. Jetzt holen die hier... Jetzt kann ich einstellen, was da am ehesten gemacht wird. Ja, Bäume fällen, Äste und dann Pilze sammeln, das ist okay. Ich kann sogar Blätter irgendwann sammeln. So, und der hier braucht auch... Ich muss aber, jetzt muss ich hier einen einstellen. Personal. Diese Menschen in freier Stelle automatisch zu besetzen. Ja, bitte. Ist das jetzt... Das ist egal, wen ich da eine, macht Dennis das. Dennis? Bist du ja jetzt? Bist du jetzt... Wie mache ich das? Personal... Dennis. Kann man da... Wie viele kann man denn da einstellen eigentlich? Nur Dennis. Okay, ich kann höchstens feuern, aber nicht noch einen weiteren einstellen. Okay, Dennis macht jetzt unser Holz. Man kann auch verbessern. Grob gehauener Stein. Macht er das denn jetzt auch? Die Zeit ein bisschen schneller machen. Dennis, wo befindest du dich? Ah, der bringt hier auch wieder irgendwie... Ich weiß nicht, was ich da mache. Wir bringen ja auch viel zu viel da auf einen. Was ist das? Ich weiß es nicht. Ich hab keine Ahnung. Was ist das hier eigentlich? Weizen. Ja. So, Dennis legt jetzt mal los hier offensichtlich. Den ersten schönen Baum würde er jetzt hier fällen. Also mir geht das relativ fix da. Das gibt jetzt rohes Holz. Alles klar, das ist schon mal gut. Das heißt, unsere anderen zwei Gebäude können dann gebaut werden. Was ist denn hier eigentlich? Was ist das denn hier? Roher Stein, ja. Was ist das für ein Untergrund? Stein einfach, oder was? Gras. Das ist alles Gras, aber unterschiedlich. Was ist das hier? Gras. Gemüse. Der Stein scheint... Ne, hier sind... Hier sind 200... 82 Steine. Hier ist 10. Was ist das denn? So, sie bringen jetzt auf jeden Fall hier die Latten schon mal hin. Muss das auch der Dennis machen? Nee. Gut. Das macht dann auch jemand anders. Aber hier, das habe ich immer noch nicht so raus. Was sind da 16? Da sind 8. Das macht doch überhaupt gar keinen Sinn. Hat nicht mehr so viel da. Die verbrauchen übrigens auch mein Wasser, ne? So ist nicht. Ah, guck mal, jetzt haben sie hier das erste Beet gebaut. Und da ist jetzt, das hat jetzt ein Inventar von 6 Wurzeln oder was? Kann ich hier eigentlich an den Schieberegeln? Ne, das sind mir einfach nur Anzeigen, ne? Wachstumsphase. Ist das Herbst dann oder was? Hat guten Boden, ist im grünen Bereich. Temperatur ist im grünen Bereich. Nährstoffe ist... Ja.
Vielleicht regelt man Nährstoffe damit. Ja, müssen wir im Auge behalten. Ja. Kann es sein, dass ich ein bisschen zu viele Beete gemacht habe? Möglicherweise. Ich glaube, ich höre mal mit manchen auf. Das ist zu viel. Das war zu viel. So, machen wir mal. Habe ich zumindest im Gefühl. Ja, wir brauchen Häuser natürlich. Wo sind denn normale... Hier, Strohhütte. So mit einer Feuerstelle und so, oder? Ach, guck mal, die Strohhütten brauchen dann Gras. Wie viele Leute können denn da? Zwei Leute. Also fünf brauchen wir auf jeden Fall. Oh. So, so. Und hier. Warte mal, was ist das? Das ist ja riesig. Hier, dann hier. Ich bin gerade unsicher, wie viel das ist denn hier. Was ist das denn? Hier, oder? Das so haben. Aber Leute, kann man hier Priorität machen irgendwie? Vielleicht sollte ich zwei Forstplätze bauen. Oder so. Hier gewinne ich eigentlich Wasser. Hier ist Angelplatz, Steinmetz, Produktion, Backofen, Schneidertisch, Andrehmühle, Sägeplatz. Das ist das Getöns hier. Stauwehr. Das Holz. Staut das Wasser im Fluss. Oh, das ist aber krass. Muss man Wasser sammeln ungefähr. Das ist nicht bei diesem Biber-Spiel, Leute. Geht sowas denn? Also hier bei den Kleinen geht das nicht. Hier geht das. Okay. Das fließt ja dann hier runter jetzt, oder? In den See. Ich weiß gar nicht, ob es dann hier irgendwann auch andere Fraktionen gibt, weil wenn man schon hier gesichertes Tor und so machen kann. Oder ist das dann wirklich nur gegen Tiere? Man weiß es nicht. Aber ihr seht schon, ne? Es ist relativ viel zu entdecken und zu bauen hier. Vor allem, was hier so Sachen fürs Volk angeht, kann man da wahrscheinlich dann ordentlich Zeit reinbremsen. Leute, da ist schon wieder dieser Hase, ne? Schlachtet den doch einfach mal. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall das Feuer fertig schon mal. Das verbraucht doch was, oder? Jetzt grillen die sich da ihr Fleisch. Fleisch ist gleich aus schon wieder. Die nehmen sich jetzt erstmal natürlich das Beste. Tja. Gut. Aber ernsthaft jetzt, was ist bei dem Feuer? Hier steht nicht, dass das irgendwie, doch, das braucht Holz, ne? Gelagerte Güter, gelieferte Güter.
Das verstehe ich jetzt noch nicht so ganz. Die Gelieferten sind doch gelagert, oder nicht? Oder ist das... Nee, das ist nicht. 100 Brokkoli. Das verstehe ich noch nicht so genau. Gelieferten wieder eine schlechte Tätigkeit verarbeitet. Hä? Also ist das die Verarbeitung einfach? Haben die Holz gemacht oder was? Das kann ja nicht sein. Muss mal abwarten. Aber hier ist doch... Nee. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Da jetzt Fleisch drin braten oder was? Grille Fleisch steht hier. War das vorher roh und jetzt sind's Keulen? Ja, hier steht ja gegartes Fleisch. Aber das hatten wir doch vorher auch schon, oder? Ich freue mich gemäßig. Was ist denn mit dem Gras eigentlich? Das holen die jetzt hier oder was? Ja, sammeln Gras. Ernten Getreide. Okay, also hier geht's jetzt auch schon los. Da arbeiten jetzt 2 von 3. Holen Gras und holen was? Getreidekörner. Huiuiui. Ja, also Leute, ich glaube, das hat das Potenzial, ordentlich komplex zu werden. Ich habe Bock drauf. Wenn ihr wollt, dass ich noch eine Folge aufnehme, sagt Bescheid. Dann werde ich das tun. Jetzt muss ich erstmal eine Runde PUBG zocken. Ciao, Leute.